Moin, was geht ab? Du hattest eine Frage an mich und die Fragen werde ich jetzt beantworten und das Video werde ich auf YouTube stellen, dass alle die Antworten kriegen. Also, was war deine Frage? Die Frage war einmal, wie viel Oyster brauche ich? Ich habe auf meiner Homepage www.markmonetti.com ein Dokument erstellt. In diesem Dokument sind für alle drei Produkte, Mikrokeramik, Motorcleaner und den Oyster, einmal die Mischverhältnisse, Mengenverhältnisse und ein Beispiel angelegt. Das heißt, einmal kannst du dir, wenn du die gleiche Füllmenge hast wie ich, 6,5 Liter, kannst du einfach draufschauen, du weißt ganz genau, wie viel Anteil du brauchst und wie viel Milliliter das sind im Endeffekt, die du nachfüllen musst. Also einfach www.markmonetti.com, lad dir das PDF-Dokument runter, schau es dir an, dann ist damit deine Frage beantwortet. Mit einer Formel kannst du auch selber ausrechnen, falls du eine andere Motorölmenge hast, also eine andere Füllmenge hast. Dann geht es weiter. Weitere Frage kam: Muss ich den Oilstop wieder ablassen oder kann ich das durchfahren? Also den Oilstop füllt man idealerweise mit dem Ölwechsel ein. Man kann es aber jederzeit einfüllen. Das heißt, egal welchen Zyklus du gerade hast, kannst du den Oilstop beigeben und dann in den Motor so lange fahren, bis du den nächsten Ölwechsel machst. Also man muss nicht vorher extra den Ölwechsel machen, man muss aber auch nicht nach dem Einfüllen das Zeug wieder ablassen. Das heißt, das gibst du bei, lässt du drin und alles ist gut. Nächste Frage. Ist es sinnvoll oder ist es auch möglich, den kurz vor dem Ölwechsel einzusetzen? Ja, ist natürlich sinnvoll. Also wie gesagt, zu jedem Zeitpunkt kannst du den Oilstop einsetzen. Wagner hat gesagt, dass es ungefähr 2, 3 Wochen dauert, bis er seine volle Wirkung entfaltet, bzw. bis es durch ist, das Produkt. Ich finde es persönlich am besten, das direkt zum Ölwechsel dazu zu machen. Das heißt, du hast einen frischen Ölwechsel, kippst es dann mit rein, dann ist das Additiv drin. Natürlich verbrauchen sich auch alle Additive mit der Zeit, das ist ganz klar. Aber der Zeitpunkt zum Einsetzen ist eigentlich immer. Es macht natürlich jetzt keinen Sinn, ich habe morgen Ölwechsel, füll es heute ein. So ganz klar, wenn du aber in 3 Monaten, in 2 Monaten deinen Ölwechsel machen willst, kannst du das einsetzen. Das Produkt hat noch genug Zeit, um zu wirken. Das war einmal noch eine nächste Frage. Dann geht es weiter. Jetzt fehlt ein Strich, also ein Viertel muss nachgefüllt werden von dem Öl. Kann ich auch anstatt des Öls das Additiv einsetzen? Auch eine sehr gute Frage. Und natürlich kannst du das Oilstop anstatt Öl einsetzen. Wenn dir zum Beispiel jetzt ein Viertel fehlt und du musst 250 Milliliter Öl nachfüllen, dann kannst du theoretisch auch 250 Milliliter Oilstop nachfüllen oder Additiv. Das ist kein Problem, ist auch einfach so umsetzbar. Das heißt einfach Flasche kaufen, einfüllen, kein Öl nachfüllen und wenn der Füllstand sich wieder dann geändert hat, dann ist auch wieder alles picobello. Das waren aber die Fragen von dir. Ich mache das jetzt öfter mal so, dass ich eure Fragen direkt beantworte, euch schicke und dann später auf YouTube hochlade. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und teilt das Video, wenn ihr Leute habt, wenn ihr Leute kennt, die andere Fragen haben. Und das ist jetzt immer so One Take. Also viel Spaß damit und viel Erfolg. Und denk, wenn du bestellst, an den Code MarkMonetti12, spart 12% oder MarkMonetti10, 10%, sind dann dauerhaft, die 12 sind auf die erste Bestellung. Das war's von meiner Seite. Haut rein, Jungs. Peace.